Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder richtig geniale Neuigkeiten für euch. Als allererstes bzw. letztes, was jetzt reinkam, es wird ein neues kleines Mini-Event geben, bzw. nicht Event, aber doch kann man so nennen. Vom 22. Juli bis zum 29. Juli erhalten wir folgendes. Alles Gute zum Geburtstag, Ramses! Okay, dankeschön. Erhalten wir auf jeden Fall Pikachu mit Strohhut. Es gibt ja schon eins sozusagen mit Strohhut, aber das ist dann ein anderes, weil das alles an One Piece angelegt ist. Das hat dann hier oben also so einen roten Streifen. Und das nächste Pikachu in eurer Sammlung, was ihr wieder sammeln müsst, als Pichu, als Raichu, als Pikachu. Und es wird immer mehr. Ich hoffe, die tun bald mal die Aufbewahrung hochstocken, dass man eben mehr als 2000 Plätze haben kann. Das also vom 22. bis 29. Juli. Dann wurde ein neues Update angekündigt, was bald kommen wird. Einige Android-User haben es im Google Play Store schon gesichtet. Da gibt es folgende Änderungen natürlich. Ein neuer Bewertungsbildschirm, den wollen wir uns gleich auch nochmal richtig genau angucken. Für jeden Statuswert werden 3 Balken, die je 5 IV-Punkte darstellen, angezeigt. Es kann in der Bewertung zwischen Pokémon hin und her gewechselt werden, was richtig genial ist und Zeit spart. In der Bewertung kann das Pokémon auch als Favorit markiert werden. Außerdem, Team Rocket und Krypto-Pokémon wurden angekündigt, neue Mechaniken für Ladeattacken in Trainerkämpfen. Und ich habe mir hier die APK runtergeladen, das will ich euch jetzt mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn das da ist, die Bewertungs... ihr könnt eigentlich, ihr braucht jetzt gar keine Bewertungs-Apps mehr, scheißt mal auf Pokégenie und Calci-IV, es geht jetzt so einfach wie noch nie. Ihr seht, ich habe das mal hier geordnet und wenn ihr jetzt auf Bewerten drückt, erscheint euer Trainer, fragt auch wieder, ob er sich das mal ansehen soll. Und dann habt ihr sofort hier diese Balken, die euch den Angriffswert, Verteidigungswert, KB-Wert zeigen. Es sind, wie gesagt, 3x5 immer aufgebaut. Und wenn ihr oben habt, Angriffswert ist jetzt rot, denn der ist beim Maximum. Das heißt, er hat 15 Angriff. Das könnt ihr daraus schon sehen. Ich habe damals die IV dran geschrieben. 82% IV hat eben Angriff auf 15. Verteidigung und KP sind relativ gleich. Denken wir mal, sind vielleicht auf 11 oder so. Und er hat eine insgesamt 3-Sterne-Bewertung. Wenn ihr so durchswitcht, das ist das Geniale. Ihr könnt einfach rüber wechseln und es ist sofort an dem anderen Pokémon da. Ihr müsst nicht mehr jeden einzelnen Bildschirm abscreenen oder irgendwelche Screenshots machen, laden in die App rein oder auf den Calci-Button drücken und manchmal erkennt das dann den Bogen nicht richtig oder den WP-Wert und alles andere. Dein 98er seht ihr hier, deswegen sind 2 Werte rot. Angriff, Verteidigung auf dem Maximum, KP-Wert fast voll, nennen wir mal 14, muss ja so sein. Das kann man also nach ein bisschen mit bisschen Übung alles gut rauslesen, hat deswegen auch 3 Sterne und wenn wir ein 100er haben, sieht das noch genialer aus, ihr könnt das hier wirklich richtig gut erkennen, da Angriff nicht so krass, aber dafür, da stehen die Werte auch nochmal dran, Angriff 11 und die beiden anderen 15 zum Vergleich, also könnt ihr schon wirklich anhand des Balkens abmachen, wie viel das ungefähr hat. Hier wieder 2 auf 15, jetzt haben wir hier mal ein 100%iges, ihr seht, das sind wirklich alle 3 Balken am Maximum und rot und zusätzlich ist hier oben dieses 3-Sterne-Symbol auch rot. Hier ist es ja, sind 3 Sterne drin, aber es ist noch orange und wenn es wirklich voll ist und das Maximum, habt ihr das auch rot gekennzeichnet. Ihr erkennt also sofort ein 100%iges, müsst nicht die ganzen Sätze durchdrücken. Dann geht es natürlich auch anders, wenn wir mal hier weiter scrollen, haben wir irgendwo auch ein, nochmal 89, 91, 100%, wird wieder alles rot, richtig genial, noch ein 91er, 87, 87, und ihr seht wirklich, wie kinderleicht das ist, ihr könnt einfach da durch switchen, da habt ihr auch ein 0%iges, ein Raupi, 0 Angriff, 0 Verteidigung, 0 KP, insgesamt 3 graue Sterne, da geht wirklich gar nichts, das ist mein Nulli, das ist richtig süß, aber da erkennt ihr auch sofort, wenn ihr 0%ige habt, was da so abgeht und hier geht es natürlich dann weiter, wieder die 100%igen, noch ein 100%iges Raupi, 87% und das finde ich so genial, das ist die beste Neuerung und das beste Update, was man je hätte haben können, denn gerade beim Bewerten, viele hatten gar keinen Bock zu bewerten, alles einzeln anzuklicken, durchzuklicken, sich anzugucken oder selbst bei Bewertungs-Apps, früher gab es ja IV Go,
Das hat aber die Daten von Pokémon ausgelesen, deswegen hat man da auch ein Shadowbane bekommen können. Wurde dann also auch, viele haben das dann runtergehauen, das ging dann irgendwann auch gar nicht mehr. Das war natürlich cool, da konntet ihr einfach sozusagen in euren Beutel runterscrollen, die Liste durch und habt schon vorher alles gesehen. Musstet nicht auf jedes Pokémon einzeln draufgehen, das war spielend einfach. Konnte man aber gebannt werden dafür, leider Gottes, weil es eben auf die Spieldaten zugreift. Deswegen durfte man nur noch mit Overlays arbeiten, wie bei Kalzi e.V., dass es sozusagen die Daten ausliest, die auf dem Screenshot sind und nicht in die Spieldaten eingreift. Das gab aber immer Probleme, ihr musstet jedes einzeln anklicken, auf den Button drücken, dann hat es mal gelesen, mal hat es nicht gelesen. Wenn ihr euch umgemeldet habt, dann musstet ihr jedes Mal die App wieder neu starten und alles, da hat es auch Fehler gehabt. Oder es hat oftmals einfach die WP nicht erkannt und jetzt habt ihr es im Spiel, alles was dann im Spiel neu dazukommt, wird sicherlich auch gleich mit der richtigen Bewertung angezeigt, während man die anderen Apps immer wieder alle updaten musste, da waren die Daten noch nicht im Spiel dabei, in der App dabei und jetzt habt ihr alles wirklich da, wo ihr es haben wollt, ihr habt es in der App, ihr könnt direkt im Spiel bewerten, ihr könnt einfach durch Scrollen, durchswitchen, ihr seht, das geht Schlag auf Schlag hier, das seht ihr dann immer gleich alles und was will man mehr? Also, ich freue mich auf jeden Fall riesig, das ist das beste Geschenk, was einem Niantic zum Geburtstag machen konnte. Ramses, der 31er, ne, jetzt auch bei euch zu Hause, so was ist, was da ist, wo wieder in die Kommentare schreiben würde, da tut ja immer ein Ramses, der Punkt, Punkt, Punkt. Diesmal Ramses, der 31er, aber nicht wegen irgendwelchen Mist, sondern einfach wegen Geburtstag und das ist mein Geschenk von Niantic und ich freue mich und das teile ich natürlich auch mit euch. Habt ihr euch auch die APK geladen, wartet ihr auf den richtigen Release, der wird ja sicherlich in den nächsten Tagen auch erfolgen und dann werden wir sicherlich alle viel Freude haben mit der neuen Bewertungsmechanik, mit dem neuen Bewertungssystem. Ich bin jetzt so gehypt immer noch und der Tag kann eigentlich nur noch besser werden. Nee, kann eigentlich nicht, der kann nur noch schlechter werden, meine ich, auf jeden Fall richtig genial. Und dann switcht man durch und switcht durch und switcht durch und switcht durch, also das ist genial, wir freuen uns. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.